1991, 92 haben wir dann die erste kuppelbare Sesselbahn von Leitner gekauft, die Seckerspitzbahn. Die ist ca. 1400 bis 1500 Meter lang. Und das war damals für uns natürlich schon ein bisschen ein Risiko, weil eigentlich keine solche Bahn in Österreich unterwegs war. Aber ich war fest überzeugt, durch das, dass das mit den Pistenrampen so gut geklappt hat, und man denkt, da wird das bei den Bahnen auch nicht anders sein. Unsere Zusammenarbeit war gut und das Ganze hat ein Vertrauen aufgebaut. Folgedessen haben wir dann eigentlich alle Investitionen dann mit der Firma Leitner gemacht. Bei der Panoramabahn haben wir Geld genommen, aus dem Grunde, weil eben die Hochalmbahn, die was 3 Jahre vorher gebaut worden ist, war blau. Und wir sind der Meinung, dass sich der Gast am leichtesten tut, wenn er sagt, fahren wir mit der blauen oder fahren wir mit der gelben. Also mit den Farben, glaube ich, geht das ganz gut. Und ich glaube, dass wir da auch den richtigen Griff gemacht haben. Die neue Bahn von Leitner hier in Obertauern gefällt mir sehr gut. Mit der Sitzhaltung ist schön angenehm warm und wenn das Wetter mal nicht so ist, dann kann man die Haube noch zumachen, ist man gut geschützt. Ja, prima Komfort, auch schön groß, man schafft auch viel.